Während bei traditionsreichen Zeitungen und Magazinen also noch offen ist, wohin sie sich entwickeln werden, ist die vergleichsweise junge Mediengruppe Österreich schon ein paar Schritte weiter. Die sogenannten Nebengeschäfte rücken dort immer mehr ins Zentrum. Wohin das führen soll, frage ich jetzt den Geschäftsführer der Mediengruppe, Oliver Vogt. Guten Tag, Herr Vogt. Guten Tag. Bei OE24 kann man Reisen buchen, Autos kaufen und seinen Traumpartner finden. Was hat das noch mit einer Medienmarke zu tun? Das ist das zweite ganz essentielle neue Standbein einer Medienmarke. In Zeiten erodierender Erlöse ist es für einen Kaufmann Gebot und Pflicht, nach neuen Erlösströmen zu suchen und diese dann auch nachhaltig umzusetzen, damit wir genau das, was wir ja tun wollen, nämlich Medien machen, sei es als Magazin, Zeitung oder Online-Angebot, uns auch leisten können und erhalten, will heißen, ich glaube, neue Erlösströme aus medialen wie nicht-medialen Zusatzgeschäften werden zukünftig mehr und mehr auch redaktionelle Aufgabenstellungen monetär quersubventionieren. Also eine im wahrsten Sinne des Wortes systemerhaltende, beziehungsweise wenn es gut gemacht ist, systemerweiternde Maßnahmen. Mehr Zusatzgeschäfte, mehr mediale Vielfalt und last but not least mehr redaktionelle Unabhängigkeit. Denn desto wirtschaftlich erfolgreicher sie sind, desto unabhängiger sind sie auch. Nur, und das ist ja der ganze Sinn und Zweck der Debatte, nur aus der Werbung, von der wir Jahrzehnte ja sehr, sehr gut gelebt haben, werden wir morgen und übermorgen nicht mehr ausschließlich leben können. Und das meine ich jetzt für Medien im Allgemeinen. Stichwort übermorgen, wie wird die erfolgreiche Medienmarke der Zukunft denn aussehen? Indem sie alle Kanäle bespielen kann, indem sie, sei es vom Zeit- und vom anderen Faktoren abhängig, als Magazin, als Zeitung, als App, als Mobile Application, als Bewegtbild und vielleicht sogar klassischerweise ein Teil als Broadcast Television in Erscheinung tritt. Wir werden morgen alle Kanäle bespielen können müssen. Und wird sich das auch auf den Journalismus auswirken? Muss sich dieser verändern? Ich glaube, auch wenn dies unpopulär ist, Journalistinnen und Journalisten werden sich mehr und mehr auf eine Veränderung ihres Arbeitsfeldes einstellen müssen. Und das tradierte, ich bin ein Magazinjournalist, ich bin ein Zeitungsjournalist, wird es de facto in wenigen Jahren schon nicht mehr geben. Es gibt allumfassende journalistische Aufgabenstellungen und ich glaube, die Aufgabenstellung an einen Redakteur oder einen Journalisten, eine Journalistin wird sein, diese abarbeiten zu können und zwar in der jeweiligen Disziplin der dargebotenen Form. Vielen Dank, ja. Herr Vogt.